Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witness. In der letzten Folge haben wir ja uns das Türchen hier geöffnet und wir gehen jetzt einfach mal straight hier rein und gucken, was uns hinten erwartet. Oh. Weitere Rätsel, schön. Oh. Oh. Okay. Bis dahin. Das war easy peasy. Das ist dann so hier. Keine Spiegelung. Warte mal, das geht so. Läuft. Alles klar. Irgendwo ist noch ein Rätsel. Okay. Oh Leute, hier ist noch eins, hab ich gar nicht gesehen. Ein Stück weiter höher, so. Da sind Dinger im Weg. Also sehe ich das doch gar nicht mehr. Und das geht den ganzen Weg da unten lang. Von wo muss ich denn das machen, bitteschön? Ach, von hinten auch noch. Ja gut. Ich nehme mir mal ganz kurz einen schlauen Zettel zur Hand. So einen Kugelschreiber. Und wir zeichnen uns den Weg einfach mal auf. So. 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 Dann bis ganz nach unten. Ach, ist immer gut, Spickzettel zu haben. Das heißt, ich muss das jetzt spiegelverkehrt machen, also einmal umdrehen. So. Läuft. Jetzt ist das hier an. Ja, da sieht man schon was. War einfach nur so ein Strich? Ja, einfach nur so ein Strich. So. Da ist es offen. Sesam öffnen. Fahrstuhl fahr nach oben halt.
Okay. Jimmy, wir haben den zweiten Laser. Okay, mach weiter. Aber wo schießt denn der jetzt hin? Hallo? Hey, wo schießt denn der jetzt hin? Oh, da ist ein Loch. Da ist noch ein Loch. Kann man den irgendwie verfolgen? Nee. Ich dachte, der eine schießt nach dort oben auf den Berg, aber wo schießt der hin? Irgendwo dahin, wo ich jetzt nicht hinkomme. Läuft. Da waren wir schon. Hier ist der mit dem riesen Zinken wieder. Da ist ja gut. Das war ja wieder so, wie soll ich sagen? Ja, nicht wunderschön. Alter, nee. Wir gehen mal über die Brücke rüber und gucken uns das da hinten an. Eine Burg und was ist das da? Ein Baum. Ein Tor mit einem Baum. Okay. Ja, gut. Wir gucken uns die Burgruine oder was das hier ist an. Okay. Oh, schön gemacht. Ach, oh, noch Labyrinth. Jo, mei, warum nicht? Ach, ja, und ich kann nicht springen. Läuft. Hier hinten wäre was. Oh. Okay. Ach so. Oh lol, jetzt sehe ich das erst. Okay, schlauer Zettel ist hier. Wir fangen da unten an. Eins. Zwei. Beim zweiten geht es rein. Dann geht es so. Nee, stopp. Da lang. Dann eins zur Seite, eins hoch, eins zur Seite, eins hoch.
weit zur Seite. So. Okay, wir gucken mal. So. 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 Yippie, wir haben es geschafft und ihr seht merkwürdig aus. Ach herrje. Wie mache ich denn das? Ja, gut. Okay. Hier unten fangen wir halt wieder an. Der Weg ist kaputt. Also können wir nur so... So. Also so hier. Nein, das war nicht richtig. Das war auf jeden Fall nicht richtig. So. Versuchen wir es mal so. Ach, falsche Taste. So. So. Yay, geschafft. Läuft. Ja, gut. Was ist das? Nix. Oh, hallo, wo fange ich denn an? Dort. Also alles schön und gut, aber diese Rätsel, ja gut. Kennt hier auch nicht irgendwie einen Hinweis oder so. Oh, hier geht's raus. Oh, cool, wo gehen wir denn hier hin? Tut mir leid, ich bin neugierig, ich muss mir das angucken. Schade, ich kann nicht runterfallen. Ist irgendwas Abgestürztes. Boah, cool. Oh Gott. Das ist ja mal cool. Das hört sich nicht gut an. Uah.
A ship owner was about to send to sea an emigrant ship. He knew that she was old and not well built at the first, that she had seen many seas and climes and often had needed repairs. Doubts had been suggested to him that possibly she was not seaworthy. These doubts preyed upon his mind and made him unhappy. He thought that perhaps he ought to have her thoroughly overhauled and refitted, even though this should put him at great expense. Before the ship sailed, however, he succeeded in overcoming these melancholy reflections. He said to himself that she had gone safely through so many voyages and weathered so many storms that it was idle to suppose she would not come safely home from this trip also. He would put his trust in Providence, which could hardly fail to protect all these unhappy families that were leaving their fatherland to seek for better times elsewhere. He would dismiss from his mind all ungenerous suspicions about the honesty of builders and contractors. In such ways, he acquired a sincere and comfortable conviction that his vessel was thoroughly safe and seaworthy. He watched her departure with a light heart and benevolent wishes for the success of the exiles in their strange new home that was to be. And he got his insurance money when she went down in mid-ocean and told no tales. What shall we say of him? Surely this, that he was verily guilty of the death of those families. It is admitted that he did sincerely believe in the soundness of his ship, but the sincerity of his conviction can in no wise help him, because he had no right to believe on such evidence as was before him. He had acquired his belief not by honestly earning it in patient investigation, but by stifling his doubts. And although in the end he may have felt so sure about it that he could not think otherwise, yet inasmuch as he had knowingly and willingly worked himself into that frame of mind, he must be held responsible for it. William K. Clifford, 1874. Ja, gut. Ich habe kein Wort verstanden, was die von mir wollten. So, dieses wunderschöne Rätsel werden wir aber in der nächsten Folge lösen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye.